Hör zu, Leute, Zeit für Drechsel, alles ready. Max, hab's gerockt, Kästen jetzt steady. So, Freunde, die Katze ist aus dem Sack, ihr habt's gesehen, Kessem hat das Ruder übernommen und ich bin nicht länger das Gesicht von Liga Insider Daily. Und ich glaube, der ein oder andere von euch, der hat sich das vielleicht schon gedacht oder der wusste das eventuell auch schon. Und ich wollte einfach nochmal die Möglichkeit ergreifen, Danke zu sagen. Und zwar danke für ein richtig tolles Jahr, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Danke, dass wir viel voneinander lernen konnten. Ich habe viel mitgenommen von euch. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen was von mir. Und danke, dass wir eben so viel geteilt haben. Emotionen, Erfahrungen und so weiter. Und sofort. Und ihr könnt meinen Weg, wenn ihr das wollt, gerne weiterverfolgen. In den sozialen Medien heiße ich überall gleich. Das kann ich euch gerne einblenden. Ihr werdet mich sehen und hören bei Magenta Sport, Sport Digital und so weiter und so fort. Darum soll es aber nicht gehen, sondern ich möchte euch jetzt quasi übergeben. Und zwar in die Hände vom lieben Kessem. Und alle, die ihn noch nicht kennen, ist ein absoluter Fachmann, Experte, Kickbase-Nerd. Und das meine ich im positivsten Sinne, so positiv, wie ich das nur meinen kann. Also der wird mit Sicherheit nochmal den ein oder anderen Insider-Tipp mehr an euch haben, als ich das hatte. Ich bin mir sicher, ihr werdet eine richtig gute Zeit zusammen haben. Liga Insider Daily hat gerade erst angefangen und damit bleibt mir jetzt nicht mehr übrig, als zu sagen, dass ich euch eine richtig, richtig geile Kickbase-Saison wünsche mit ganz vielen Punkten, richtig gutes Starter-Team und damit übergebe ich im wahrsten Sinne des Wortes den Staffelstab an den lieben Kessem und bin raus. Ciao. Liga Insider Daily is back und zwar mit mir, ihr Lieben. Ich bin Kessem und ihr habt es gerade schon gesehen, ich bin hier die neue Transferrakete. Ich bin jetzt hier schon reingeflogen und unsere Superrakete Max, die fliegt auch weiter. Kanäle habt ihr eingeblendet gesehen und uns bleibt allen nur eines heute zu sagen. Max, danke. Danke für eine richtig geile Zeit, für das, was du hier eigentlich auch aufgebaut hast. Und das schauen wir uns mal direkt im Detail an. Guck mal, was du hier aufgebaut hast. Alter Schwede, wir starten mal mit YouTube. 26.993 Subscriber lese ich da. Wir hatten die 27.000 schon geknackt. Die 7 Leute rufe ich gleich nochmal an. Ihr kommt mir nicht davon. 350.000 Stunden Watchtime. Auch das überkrasse Zahl einfach. Also du hast die Leute hier einfach entertained und mitgerissen. Einfach ein Feuerwerk abgebrannt, das kann man einfach nur so sagen. Knapp 37.500 Abos auf TikTok, auch das absoluter Wahnsinn. Und 2,8 Millionen Likes auf TikTok, auf deine Videos, Tendenz steigend. Man muss auch immer nochmal sagen, wo du hergekommen bist, genau von null. Und dann halt diese Zahlen hier aufs Tableau zu zaubern, Halleluja. Also ich glaube, geiler geht's nicht. Wir sagen wirklich alle hier danke, Max. Danke für deine mitreißende, erfrischende, coole Art, die mich auch immer mitgezogen hat. Mega nice. Und wir kennen uns ja auch persönlich, Max. An der Stelle auch nochmal natürlich ein Gruß von mir an dich. Du hast mir auch geholfen bei den Bewerbungsvideos hier für Liga Insider Daily. Und ohne dich würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen. Deswegen auch da fliegt nochmal ein Kuss an dich. Mein Lieber, wenn ihr auch Danke sagen wollt, ihr da draußen, dann hittet mal richtig nice hier den Like-Button und schreibt mal in die Comment-Section Danke Max, Hashtag Danke Max, let's go. Dann mache ich gleich direkt den Anfang, wenn ich das Video poste, dann habt ihr da auch schon mal einen kleinen Vorreiter. Und gleichzeitig sagen wir natürlich auch Hallo Kessem, hallo an mich, hallo auch an euch und ich gebe euch mal den Ausblick, was euch denn alles so erwartet in der nächsten Zeit. Eingeloggt sind schon mal ein neuer Look, den seht ihr hier nämlich schon und mehr Insights. Grafisch wollen wir das alles noch ein bisschen mehr aufbohren, um Infos noch verständlicher rüberzubringen und ein bisschen mehr Insights auch euch zu liefern. Das mache ich nämlich, weil ich habe den Schlüssel bekommen zum berühmten NASA-PC. Daher habe ich auch ganz heißes Datengold für euch aufbereitet. Wir haben die Team-Check 2.0 und die Top-Listen. Teamcheck 2.0. Es wird diese Saison nicht diese krassen 3,5 Stunden Vorbereitungsklopper-Podcast geben von Svenno und Co. Und daher packen wir umso mehr Liebe in diese Teamchecks. Wir haben da, ich habe da die Redaktion und die alle Insider, die wir haben, habe ich in den Keller geschlossen. Und da dürft ihr euch freuen auf ganz viel Tiefgang, ganz viele Stats und den ein oder anderen Manager-Tipp. Also auch das eine ganz heiße Nummer. Community and much more. Euer Feedback, euer Input wollen wir auch noch mehr reinbringen, noch besser einbeziehen. Ihr seid die Power, die wir brauchen. Im Hintergrund sind wir da schon fleißig am Tüfteln und um eure Ideen einfach umzusetzen. Und ihr dürft natürlich auch immer weiter Ideen liefern und wir wollen euch da einfach noch eine bessere Bühne geben. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich setze mich jetzt zu Bennett auf die VA-Couch, denn
am Montag kommt der erste Teamcheck und der wird sich um ein Team drehen, das aktuell im Trainingslager in Österreich in Lengenfeld ist, am Schuften. Vielleicht erkennt es der ein oder andere und in diesem Sinne sage ich euch noch einen schönen Tag und tschüss!